Ich habe blau gefunden. Oh. Die ist ganz weit außen, glaube ich. Dann hol dir was, bevor du die angreifst, hol dir ein bisschen Luft. Ja, ich schwimme erstmal hin. Dann schwimme ich schon mal weiter. Die Blau kriegst du aber bestimmt irgendwie gehandelt. Ich wusste, ich habe noch irgendein Brummen gehört. Was ist aber nicht wusste, dass das. Wo ist. Ah, ich hab sie gefunden. Okay, ich bin da. Gut. Eben Luft holen. Und runter. Sehr gut. Okay, blau ist vernichtet. Alles klar, noch einen. Bemo? Ja. Du gehört? Der Strich ist gesetzt. Alles klar. Hier muss doch noch irgendwas Glitzerndes sein. Sonst haben wir aber 3 Statuen auf der Insel gehabt. Durchschnitt ist erfüllt, von einer großen Insel können wir weiter. So, ich habe die ganzen Inseln mal markiert, wo wir noch Nebendinger haben. Oh, ich habe eine Meerjungfrau bekommen. Okay, dann benutzen wir Meerjungfrau, um zurück zum Schiff zu kommen. Ja gut, so weit bin ich von Aunus entfernt, aber... Ich meine, ist praktisch. Spaß für eine große Strecke. Und Anker hoch. Hey, Eisen. Hey. Wieso haben wir eigentlich immer Gegenwind? Weil das Spiel uns toll findet. Genau. Wieso wage ich es heutzutage überhaupt noch zu fragen? Ja? Das Spiel will uns halt extrem lange im Spiel behalten, deswegen gegen wen. Hier wird Schöneres als 5-mal Chicken Nuggets unten sitzen zu haben. 5-mal schwarze Chicken Nuggets. Deswegen koche ich es nicht. Kann der Wellengang mal ein bisschen leichter werden? Ich sage es nicht, ansonsten habe ich der Kraken an. Ich versuche gerade. Wo bist du eigentlich? Platzieren. Nein. Nein. Fast. Ist sie oben oder was? Na. Sie will gerade das Ei irgendwie platzieren. Ich weiß, was hast du vor? Das Ei in den Kerzenständer reintun? Ja. Ich hatte es gerade schon mal, aber es war noch nicht perfekt. Anker bereit machen. Ja, Mo, Anker bereit machen. Boah, verrückt, wir segeln noch. Ja. Ich habe jetzt kurz einen Moment gedacht, das Spiel sagt wieder, ne. Meinst du, ganz, hat das ganze Phantomanker gefürchtet? Ja. Unseren allerbesten, Freund, den Phantomanker hier. So, Eisen, du sagst Bescheid. Ich sag Bescheid. Wie viele Statuen haben wir? Lass runter.
Wir haben insgesamt jetzt 17. Das müsste heißen, wir müssen jetzt ungefähr bei 80 sein, die wir haben. Nicht 81 haben wir. 19 fehlen uns noch. Da auf der Insel sowieso nichts brauchen, einfach kurz rüber gehen, abhören. Boah, wir können uns bald nochmal eine fette Schlacht leisten. Leisten können wir uns das theoretisch immer. Ich höre gerade hier nichts. Aber erst, wenn wir das Ei verkauft haben. Das Ei ist wie diese neue Tasse. Bis ich die nächste Tasse gefunden habe. Bermo. Ja. Nichts. Achso, ich soll dann nachher das Ei verkaufen. Klar, kann ich machen. Nein, du sollst die Finger vom Ei lassen. Genauso wie du die Finger von meiner Tasse hättest lassen sollen. Nein. Wo ist eigentlich... Wann gehen wir bis... Ah ja. Okay, ich glaube, die Insel hat gerade gar nichts, oder? Nein, ich hab nur, ich dachte, ich hätte nur was glitzern gesehen, was nur Seegang. Ich habe was Glitzerndes gesehen, ich habe eine Flaschenpost gefunden. Oh. Noch ein Kopfgeld. Lonely Isle. Jawohl. Aber erstmal zu Golden Sands. Zeit, Chicken McNuggets auszuliefern. So, Acker ist soweit bereit. Luft ist auch bereit. Nein, das Ballon ist da. Okay, wenn Luft noch unterwegs ist, kann ich ja mal die Segel schon mal so drehen, dass wir gleich direkt einen Schub bekommen. Oh, Einrastfunktion, was willst du? Ich weiß nicht, ich deaktiviere die jedes Mal. Beachte mich! Ja! Was du deaktivieren musst, ist, dass du hier die zählt durch das 450-malige Drücken der Shift-Taste aktiviert wird. So, Luft, wir können los. Bin da. Dann auf das vordere Segel richten. Ja, ich schenke mir noch schnell was zu trinken, dann mache ich das. Der Pier ist in der Nordwestseite, das heißt, wir sind schon mal mehr oder weniger richtig. Ich höre Luft schon mal sortieren. Nein? Was will die denn sortieren? Ich weiß es nicht, aber sie sortiert irgendwas. Die haben hier eh noch schwarze Hühner. Oder? Ja. Okay, macht euch bereit, das mittlere Segel hochzuziehen. Ei, ei. Wir haben gerade wieder Affenzahn drauf. Mittleres Segel hoch und dann vorderes direkt auch. Oh shit. Hintere muss auch ganz schnell hoch. Zumindest auf halb erst einmal. Und wir. Wir haben noch eine ganze Menge Schwung. Ich mach's ganz rauf. Nein, das verrecken wir jetzt unterwegs. Ich dachte, wir hätten noch genug Schwung. Ich hab gesagt, wir haben eine ganze Menge. Ich hab nicht gesagt, wir haben genug. Ach, drück das besser aus, Nero. Ich hab gesagt, mittleres auf. Ich hab gesagt, hinteres auf halb. Hallo, fast dein Ei schon in der Hand, hä? Ja. Das überrascht niemanden wirklich. Ich hab's extra in den Schweinekäfig gelegt, damit niemand. Du bist so gewieft. Ich weiß, man ich konnte aber hoch? Noch die Hälfte ja, sehen. Ja, jetzt kannst du hoch machen. Na. Kapitänstrunartig, wie ich sagte.
777. For the first black bok bok. Komm. Yes! Oh! 9 Daffeln. Okay, eins haben wir noch. Und dann haben wir natürlich noch die Kisten und Treibgut und so Kram, die wir gefunden haben. Wir wollen die Köpfe uns abgeben. Ich hab noch eine Kiste gehabt. Auch Köpfe können wir auch abgeben. Ich denke, das ist vielleicht sinnvoller erstmal. Luft, noch sind wir nicht so dekadent, dass wir uns das leisten können, mit den Köpfen rumzurennen. Aber es sieht wirklich cool aus. Lassen wir die Köpfe erstmal liegen. Luft, soll ich dir mal sagen, was ich jetzt mache? Fuck! Der Irrlohn, der Hirsefüll ist weg! Ach, deswegen. Das war das einzige Sorge. Dass jemand anders, dass sie den Hasefüll verkauft. Ja, ich wollte halt, dass ihr wartet. Bevor ihr gleich an Land geht, bevor ihr gleich weiterverkauft, ich lege erstmal wieder eine nächste Seefahrt auf den Tisch. Oh, erfahren? Eine goldene Schlange, ein Schwein und ein Fass Schießpulver nach Sanctuary. Eigentlich ein ziemlich guter Auftrag für die ganz kurze Strecke. Ja. Hallo? Seriously? Schlange und Schwein kriegen wir beide auf Crash and Eye. Und ein Schießpulver fast auch. Luft, wenn wir alle Legenden sind, wenn alle von uns Legenden sind, dann können wir uns erlauben, unser Schiff einfach komplett dekadent mit diversen Schädeln und Schatztruhen einfach zu überfluten. Okay, aber der bleibt hier, der Verdorbene. Ja, komm, der Verdorbene kann da bleiben, damit ich noch jemanden zum Reden habe. Ja. Er guckt dir sogar in die Augen. Achso, haben wir unser Ultrazeug schon? Nein, wir haben unser Käfig noch nicht aufgesammelt. Ich hab dir gesagt, ihr würdet das machen, während ich das Schiff noch drehe. Luft. Das musst du verbal ausdrücken. Am besten nochmal einen Brief. Das überrascht mich nicht. Oh. Oh, wir haben dann nachher wieder Mr. Ja, wir haben einen goldenen Mr. Pf dabei. Wie könnt ihr abgeben? Ich bin nicht überrascht, Luf. Wir können bei Sea Dogs West theoretisch anfangen. Dann würden wir noch eine Insel einfach so mitnehmen. Das können wir tun. Dann machen wir das mal. Umso mehr Inseln wir auf dem Weg mitnehmen, umso besser ist es ja. So. Dann machen wir Sea Dogs West, Crescent Isle, Rapier Cape. Jo. Dann Segel setzen. Wenn wir ganz frivol sind, können wir auch noch mehr Zeit mitnehmen. Weißt du was, wir sind mal so frivol. Wir haben ja gar noch keine Viecher an Bord. Ach, die einsame Insel. Verdammt, wo war die denn nochmal? Unter Lohnkauf. Direkt südlich davon. Da. Warum ist Rapier Cay? Weil es auf dem Weg liegt. Okay. Ach so, ja, okay. Ja. Da ist die Insel. Oder? Ja, das wäre Sea Dogs West, aber ich habe beschlossen, so dass wir so frivol sind und noch mehr Zeitarbeit mitnehmen. Ah, okay. Dann sind wir heutzutage mal so dekadent. Ja. Und tun Dinge. Wir können die Säge erstmal ganz drehen, damit wir zumindest ein bisschen Wind bekommen, wenn wir unterwegs sind. Ja, diese Millimeter. Gut gemacht, Eisen, wir sind stolz auf dich. Ja. Hier, Bermo, da musst du aber auch schon. Da musst du auch schon deine Anerkennung aus zum Ausdruck bringen. Erstmal klappt. Eisen!
voll rot? Hä? Sonnenbrand. Die Haarfarbe wurde zumindest inzwischen gefixt. So, wir werden hier mit Segeln halten, damit wir besser drehen können. Jupp, das heißt, ich ziehe das mittlere schon mal rauf. Ja. Ich mache es am vorderen bereit. Genau. Sag mir, wenn es hochziehen soll. Ja, Bermo. Sobald der Name aufploppt, Luf. Ah, okay. Erinnerst du dich noch an die Beta-Zeiten? Ja. So jung und naiv? Ja, ich erinnere mich. Parken uns mal an der Westseite. Jupp. Westseite, ja. Westseite, Schmestseite. Die Seite da vorne. So, ich bin an den hinteren Segel. Gut. Es geht also sowieso nur darum, die Insel nach Statuen zu durchsuchen, deswegen kannst du schon mal einziehen. Wir müssen jetzt nicht so nah ran. Ich würde sagen, wir nehmen die Schweine noch nicht mit. Oder? Nee, die Schweine nehmen wir zum Schluss mit. Die machen uns sonst wahnsinnig. Genau. Ich bin gleich wieder da. Jo. Jo. So, ich gehe schon mal Lucky Lucky tun. Ja. Oh, Kanonenkugeln. Schießpulverfass! Ja, das habe ich gesehen. Nimmst du das mit, oder? Bring's einfach an den Strand. Ich leg's hier vorne auf die kleine Insel drauf. Ja. Ich rede gerade unser Schiff, dass wir gleich direkt nach Sea Dogs West weiter können. Da kann Lucy sich um Schießpulverfass kümmern, sobald sie wieder da ist. Okay. Schnauze, Schwein. Oh, ich habe einen Schweinekäfig gefunden. Oh, das ist nett. Kannst du. Ah, ich höre eine Statue. Ja, ich höre auch eine. Meine ist blau, ich kümmere mich kurz mal drum. Platt. Oh, noch eine Flaschenpost. Nett. Ich höre noch eine Statue. Oh, ich habe eine blaue gefunden. Ich kümmere mich. Ich habe noch was gehört. So, schau mir in die Augen, Kleine. So, meine ist auch kaputt. Das haben wir zwei. Ich glaube, ich habe aber noch irgendwas gehört zu haben. Ich bin mir nicht sicher. Was meinst du? Kriegen wir in der letzten Stunde das noch hin? In der letzten Stunde? Ja, ich wollte bis um 9 machen. Bei wie viel sind wir jetzt gerade? Wie viel fehlen uns noch? Wir sind jetzt bei 19. Wer da? BB. Luft auf der kleinen Insel direkt hinterm Schiff ist ein Schießpulverfass. Wenn wir jetzt, nachdem wir beim Außenposten alles abgegeben haben,
Ah, ich hole noch eine. Dann einfach alles andere ignorieren und nur die Statuen sammeln, dann könnten wir vielleicht da dran kommen. Da ist noch eine blaue. Waren drei blaue auf der Insel. Also wenn wir jetzt einfach bei Sanctuary die letzte Handelsmission sozusagen abgeben, dann können wir sehr rabiat vorgehen. Also nehme ich den Schweinekäfig nicht mehr mit. Na, wird sich nicht lohnen. Es sei denn, du müsstest doch irgendwie einen Bonus-Piggy verkaufen, einfach so. Na. So, wir haben drei Statuen gehabt. Sehr schön. Mal gleich noch den dritten Strich. Ich bin einfach weiter raus auf mehr, bis ich dann mehr gekommen bekomme. Sinnvoller. Du hattest den Kurs schon. Kurs ist richtig, auf Sea Dogs West, genau. Könnt sogar selber setzen, wenn ihr wollt. Naja, hab ich gerade. So, 17 brauchen wir noch Eisen. 17. 17 Statuen in einer Stunde halte ich für sehr zweifelhaft, aber wer weiß. Nee, warte mal, 21. Was? Wir sind bei 84, nach meiner Rechnung sind 16. Ah, jetzt. 16, ja. Das Spiel wollte mich gerade eben verarschen. Wie immer. Halten wir per Anker? Ja. Wir halten jetzt einfach überall per Anker. Hi, du Mistvieh! Sollst du den Anker vorbereiten? Ja, tun Anker vorbereiten. So, ich bin wieder an Bord. So, machen wir die letzte Handelsmission noch und dann. Dann nur noch Stumpfstatuen jagen. Genau. Ich geh schon mal rüber. Mach du das und loof den Anker. Hatten wir Schlangen auf den Inseln? Auf dieser Insel hat keiner, wir haben Schweine. Ist ein Sprengfass. Die hat ein goldenes Schwein, die Insel. Wir haben auf Crescent Isle noch eine, noch, aber auch Schweine. Ich glaube, jetzt hast du da nur noch ein Fass. Eisen? Ja. Pass mal auf, wir nehmen das Schwein vorsichtshalber hier schon mit. Ja. Wir kennen unser Glück bei Inseln. Auch wahr. So, was hast du gesagt? Was brauchen wir in Joldenes, wa? Ein goldenes. Ich habe eine Statue gehört. Hier ist ein goldenes Schwein. Ja. Das Sprengfass nehme ich mit. Dankeschön. Das ist doch eine blaue, oder? Oder ist eine grüne? Es ist eine blaue. Gut. Ich gehe kurz Luft holen, dann kümmere ich mich um die blaue. Da kommt das Skelett so an, ist auf mich zugerannt. Nein, es will nur das Fass. Dankeschön. Skelett, niemand mag dich. Runter. Deswegen habe ich ihn auch ins Bein geschossen, deswegen ist er auseinandergefallen. Sehr, sehr nett von dir. Ja, ich helfe, wo es kann. Mist, hätte ich voll nachladen müssen, egal. Weil Eisen? Ja. Da können wir auf dem Weg, da können wir ja so fahren, dass wir unsere ganzen anderen Dinger mal machen. Können wir auch. Ich hätte eigentlich gesagt, dass wir jetzt alles andere ignorieren, weil wenn du es in einer Stunde noch 15 mehr Skelette findest, noch 15. Das war nur eine Frage. Ich habe nicht gesagt, dass ich das machen will. Ich habe nur gefragt, ob wir es schaffen. Könnte sehr knapp werden. Ich habe gesagt, wenn wir alles andere ignorieren, dann vielleicht. Deswegen, wenn wir heute nicht alles schaffen, werden wir morgen auch noch. Ja. Ja, stimmt. Wir müssen bedenken, wir wollten morgen noch deinen Hangar irgendwie noch über Nacht voll machen. Für das Update, das ja am Dienstag in GTA rauskommt. Nachtclub. Ja. Je nachdem, wie viele wir jetzt noch finden, sollte das ja recht entspannt werden. Auch wahr. Ich glaube, wir können los. Ich hör zumindest gerade nirgendwo was weiteres. Okay. Boah, ganz knapp, hä? Ach nö. So.
Eisen, was ist denn das für eine Schatzkarteninsel, die wir da haben? Die haben wir in ein paar Flaschenpost gefunden. Wie heißt denn die Insel? Ich bin mir nicht sicher. Lagoon of Whisper. Genau, da waren wir vorhin. So, mittleres Segel hoch. Jop. Nee, weißt du nämlich, mit den Karten, die wir da noch haben, dann haben wir so eine halbwegs eine Route mal. Welche, welche Insel wir alles ansteuern. Ja, und dann unterwegs einfach alle. Ja, das, das meine ich ja. Vorne hoch? Jop. Ei. Eier. Juhu. Eier braucht das Land. Hinten hoch. Hinten ist oben. Da kann ich mal los. So. Genau. Passt du auf wegen dem. Wegen dem Schwein? Ja, ich glaube, ich bleib hier und denke. Okay. Und komm, mach ich das. Dann gehe ich auch mit an Land. Dann gehe ich mir noch in der Schlange gucken. Und ich gehe nach Datum suchen. Was brauchen wir? Eine goldene, ne? Ja. Ach, Spiel, du verarsch mich doch jetzt. Was passiert? Das erste, was am Strand lang läuft, ein goldenes Schwein. Hey, bei mir auch. Das